Da kreisen die Vögelchen über diesem Schiffchen, das wiederum die koreanische Stadt um die kindliche Kaiserin beschirmt und beschützt. Wir beide, Piero Parker und ich, Writing Bull, huhu. Wir haben euch was gefragt. Wir haben euch gesagt, wollt ihr uns nicht ein paar gute Ratschläge rübergeben, wie wir diese Galeere knacken, beziehungsweise diese Quadrireme und dann die Verteidigung der Stadt und so weiter. Wie gehen wir davor? Denn uns rutschte das Herz ein bisschen in die Hose, als wir dieses Schiff entdeckt hatten und feststellten, dass sie auch auf uns feuern können und sich zwischen uns und die Stadt mogeln. Ein ganz naheliegender Kommentar, naheliegender Ratschlag, Piero Parker, kam tatsächlich von den Zuschauern. Genau, hallo erstmal von mir auch in die Runde. Die Zuschauer werden sich gerade fragen, nanu, woher sind wir hier so zeitnah beieinander? Ja, ausnahmsweise, glaube ich, können wir das mal verraten, sind wir sehr, sehr eng im Zeitplan. Das heißt, das, was ihr hier seht, das drehen wir gerade am Abend des 30. Januar. Genau. Ist also quasi gestern von jetzt aus gesehen, glaube ich. Aber um nicht zu viel zu verraten. Das liegt schon ein bisschen länger zurück. Also der 30. Januar 825 vor Christi Geburt. Das ist schon ein Stück Geschichte. Ach, die paar tausend Jahre. Also worauf ich hinaus will, ist, wir haben mehrere Hinweise von aufmerksamen Zuschauern bekommen. Mensch, ihr könnt doch von den Hügeln aus, auf denen jetzt bereits eure Bogenschützen stehen, diese Quadrireme noch beschießen. Und einer unserer Bogenschützen kann es sogar noch in dieser Runde tun. Und da fliegen auch schon die ersten in Brand gesetzten Pfeile auf die Decks nieder. Nur 14 Schadenspunkte. Das ist trotzdem ein Anfang. Der Kollege von dort kann nichts sehen, denn er steht hinter einem Hügel und einem Wald. Der Kollege hat diese Runde schon gezogen, müsste aber das Schiff ebenfalls sehen können, ist aber auch bedroht vom Süden her von einem koreanischen Bogenschützen. Hoffen wir mal, dass er uns nicht sieht. Oh, Kavallerie kommt. Das ist doof. Ja, das ist doof. Das hier ist südlich von Genf. Ein Zuschauer hat gefragt, ob überhaupt dieses Genfer, wie heißt das nochmal, Genfer Völkerrecht, Genfer Schutzabkommen für... gerade fehlt meine Allgemeinbildung. Wie heißt nochmal dieses Genfer Völkerrechtsabkommen? Die Genfer Konvention? Ja, danke. Ob die auch gilt in Kriegen, in denen die Genfer selber beteiligt sind als Aggressor? Eine gute Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich ja, aber auch hier ist, glaube ich, der Zeitfaktor wieder die entscheidende. 800 vor Christus war es mit Genfer Konventionen, glaube ich, noch nicht so weit her. Nicht wirklich. Genau, also da die ersten Fischerboote hier in den Niederlanden. Heureka und, nee, Heureka. Heißt es gleich, bei der nächsten, beim nächsten Fischerboot heißt es Heureka. Genau, und dann haben wir einen Technik-Boost. Unser erster Händler, da bekommen wir auch gleich einen Boost für. Die Frage ist nur, schicken wir ihn üblicherweise, neigen wir Holländer oder wir Niederländer, ihr pocht ja doch anscheinend sehr viele von euch darauf, dass wir unbedingt Niederländer sagen und nicht Holländer. Üblicherweise schicken wir unsere Händler am liebsten zu den eigenen Städten, weil uns das plus 1 Loyalität in den Zielstädten bringt. Okay, wir können sie auch zu fremden Städten schicken und dadurch plus 1 Kultur bekommen. Aber Loyalität ist natürlich schon was wert. Andererseits, hier in Neu-Rotterdam haben wir Loyalität ohne Ende, können uns also gar nicht unbedingt beschweren. Ich denke, wir gucken also auf den Bonus. Ja, also plus 8,5 ist erstmal in Ordnung. Ich denke auch, dass wir uns das leisten können, die Handelsroute hier unabhängig vom Loyalitätsbonus zu starten. Die Frage ist nur, was wollen wir denn überhaupt? Was wäre denn das nächste Bauprojekt in Amsterdam? Profitieren wir hier vom Produktionsbonus, wenn wir jetzt von Amsterdam aus eine interne Route starten, oder wollen wir uns eine externe Route gönnen? Die Frage wäre, zu wem und durch welches Gebiet, also wir produzieren im Augenblick gerade mal klägliche 7 Kultur und kommen dadurch entsprechend langsam im Ausrichtungsbaum voran. Wir haben hier einen Händler, der uns gleich plus 2 Kultur bringen kann, wenn wir ihn hier hinschicken würden. Frage ist nur, überlebt der Händler den Weg direkt durch das Genfer Territorium? Sehr unwahrscheinlich, ne? Also würde dieses Genfer Abkommen tatsächlich gelten, dann dürften die den Händler nicht angreifen. Insofern war die Frage, die wir eben aufgeworfen haben, nicht rein akademisch. Das ist richtig, und trotzdem müssen wir sagen, so, das hier ist keine, ist ja kein Ponyhof hier. Nein. Also Buenos Aires bringt uns immerhin ein Kultur, 3 Gold, eine Produktion. Der Unterschied zu einer inländischen Handelsroute ist nur der Verzicht auf eine Nahrung. Eine Nahrung wäre dann schlimm, wenn in Amsterdam ein Hungerproblem herrschen würde. Aber davon kann, denke ich mal, nicht unbedingt die Rede sein. Nee. Nur auch eben riskant, weil eben direkt an feindlichem Gebiet vorbei. Also ja, welche Wahl haben wir? Also Pest oder Cholera? Ich würde sagen, wir nehmen Cholera. Ich bin auch für Buenos Aires, die Cholera hier in diesem Spiel. Ja, dann mal los.
Geld. Gott, hoffentlich sind keine Argentinier unter unseren Zuschauern. Und falls doch, die waren. Nimmt es dir persönlich. Immerhin kann ich jetzt in Echtzeit quasi bei der Ausstrahlung mitbekommen, wie viele Argentinier tatsächlich unter meinen Zuschauern waren, weil die sind jetzt alle futsch. Alle weg und in der Abonnentenstatistik. Wieder ein Abonnent weniger. Heurika. Heurika. Und unser erster Handelsweg bringt uns ein Heurika auf die Geld Währung und die dürfte damit abgeschlossen sein. Doch es Handelszentren können wir jetzt bauen und Märkte darauf. Die Technologie hatten wir halt schon und wir bekommen, die hatten wir schon angeforscht, deshalb wird jetzt auf einen Schlag freigeschaltet und wir bekommen wieder ein hübsches kleines Bild, ein Zeitalterpunkt. Und ein Zeitalterpunkt, damit sind wir nur noch, wir sehen es unten rechts gerade so ein bisschen im Hintergrund, nur noch 5 Zeitalterpunkte von einem normalen Zeitalter für die nächste Epoche. Wo siehst du das? Unten rechts im, also wenn du dieses Fenster hier? Mal weg. Ja. Das kannst du lesen. Du hast ja best. Ich teile den Bildschirm mit dir. Du guckst bei mir drauf, aber du siehst, kriegst nur eine Kopie quasi dieses Pergamentes. Ich halte das Original in meinen Patschhändchen und trotzdem kannst du das besser lesen als ich. Respekt. Und das trotz meiner minus 5,5 Dioptrien. Das ist doch der erstaunlich. Wahnsinn. Ja. Okay, also das heißt, wir haben die Währung erforscht, wir können jetzt ein Handelszentrum bauen, wir können Märkte bauen für die Zuschauer vielleicht eine, ich weiß nicht, ob es eine neue Info ist für euch, aber es gibt eine kleine Änderung der Spielregeln, was die Handelszentren angeht, da sind nämlich die Handelsrouten ein wenig genervt worden, wie man im Fachjargon sagt, insofern, dass man bekommt keine Handelsroute mehr alleine durch das Bauen eines Handelszentrums oder auch eines Hafens, sondern erst dann, wenn das entsprechend erste dazugehörige Gebäude gebaut wurde. Also das Level 1 Gebäude im Handelszentrum ist der Markt, das Level 1 Gebäude im Hafen ist der Leuchtturm. Heißt, ist nichts mehr mit schnellen Handelsrouten. Das ist natürlich quasi eine Schwächung für die Niederländer. Trotzdem sollten wir uns schleunigst überlegen, ein Handelszentrum zu bauen. Ich habe soweit ausgeholt, weil ich dir damit sagen will, bau gefälligst ein Handelszentrum. Ja, das habe ich verstanden. Ich höre immer auf den letzten Satz, den du sagst. Ich versuche den immer mitzubekommen, den Rest, ja. Rechts rein, links raus. Ich verstehe schon, ja. Nenn mal die Alternativen. Zum einen könnten wir einen Campus bauen, weil jede Menge Dschungel hier und in Urwäldern bekommt man unfassbar viele Wissenschaftspunkte. Sehr, sehr verlockend hier. Diverse Felder hier zum Beispiel +4, aber im Augenblick nur +8 haben, wäre das also 50% etwa mehr an Forschung. Das ist unfassbar heftig, unfassbar viel. Das möchte ich als Alternative in den Raum werfen. Ich höre schon daran, wie du lautlos nach Luft schnappst, dass du es bedauerst, nicht selber auf die Idee gekommen zu sein. Alternative wäre ein Regierungsplatz, einfach weil du mir immer davon vorgeschwärmt hast, wie wichtig der sei. Ja. Das habe ich natürlich alles schon in Sekundenbruchteilen hier gründlich abgewogen. Cool. Und, du bist eine coole Socke. Bin ich, absolut. Und wenn ich irgendwie bescheiden ich noch bin. In der Dieser Tat. Regierungsplatz, der sollte möglichst so platziert werden, dass um ihn herum möglichst viele weitere Bezirke freigelassen werden können. Und weitere Bezirke gebaut werden können. Das heißt, ihn in die Nähe zu setzen von weil da steht es, auf Englisch steht dort einen zusätzlichen Nachbarschaftsbonus für jeden angrenzenden Bezirk. Das ist also einer der Vorteile. Wenn man also hier sozusagen den Ertrag eines Regierungsplatzes maximieren möchte, dann macht es Sinn, ihn so zu platzieren, dass man dann eben auch möglichst weitere Bezirke nebendran setzt. Wenn man das natürlich. Entschuldige, entschuldige, wer bekommt den Bonus? Bekommen die Nachbarbezirke den Bonus für ihre Produktionen? Okay, alles klar. Wenn man das natürlich jetzt noch irgendwie in eine Synergie bringen kann mit den Positionen des Handelszentrums und des Campuses, ist das natürlich die goldene Wahl, das ist ja klar. Beim Campus müssen wir einmal vielleicht sagen, der kriegt ja Boni, wie du richtig auch schon erklärt hast, wenn wir hier runterscrollen, sehen wir es auch, wir bekommen +1 Wissenschaft für jedes zweite angrenzende Regenwaldfeld. Die Frage ist ja nur, wie viele Regenwälder wollen wir denn nachher noch um Amsterdam haben? Also ich mache es zumindest in meinen Spielen immer so, dass ich sage, ich lasse den Regenwald dort stehen, wo tolle Ressourcen sind. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Bananenressourcen. Das heißt, dieser Regenwald, die würde ich stehen lassen. Die anderen würde ich aber im Laufe des Spiels langsam abholzen. Diese Position dazwischen wäre eine coole für einen Campus. Ja, das heißt, weil dann hätten wir zwar nicht +4, wenn wir den Regenwald, den ja abweghauen würden, wir hätten dann immer noch +3.
Richtig, genau. Und dann eventuell dann sogar, wenn man auf dem, was jetzt schon vorgemerkt ist, dieses violette Feld oben links, wenn man dort, das wäre ein Flussfeld, vielleicht zum späteren Zeitpunkt ein Handelszentrum bauen würde, dann würde auch der als weiterer Bezirk angrenzend an an dem Campus weiterhin die Wissenschaft steigern. Und der Regierungsbezirk, wo kommt der dann hin? Gute Frage, ne? Diese zerstreuten strategischen und Luxusressourcen, die wir hier haben, die machen uns die Platzierung des Regierungsplatzes etwas schwierig, weil wir so den einen oder anderen Platz verschwenden müssten oder und in Kauf nehmen müssten, eine dieser Regierungen, einer dieser Ressourcen abzureißen sozusagen. Schwierige Frage. Weiß ich noch nicht. Ja, eine Möglichkeit wäre den. Nee, das ist keine Möglichkeit. Wir wissen es noch nicht. Das heißt, wir würden, könnten jetzt zum Beispiel den Campus hier hinsetzen. Ja. Nein. Ja, Bist du noch nicht sicher? ich mache das nicht, weil ich nicht möchte, dass du dann sagst, WB, was hast du da getan? Ich erheische deine Zustimmung. Also ja, also ich bin dafür. Ja. Hattest Als du wenn nicht dir eben das eine jemals wichtig vor, wäre. hattest du nicht eben vor einigen Minuten gesagt, dass du alles im Kopf schon durchkalkuliert hättest, mir ganz sicher sei, man müsse jetzt ein Handelszentrum bauen? Das habe ich behauptet. Ja, Aber was geht nicht mein Geschwätz von vor 5 Minuten an? du hast echte Regierungsfähigkeiten, Regentenfähigkeiten, Respekt. Tja. Da ist er jetzt im Bau. Ganze 12 Runden dauerte es, ein wenig verstärkt oder verschnellert durch die Handelsressource. Beschleunigt wäre das schöne Wort gewesen. Und in Amsterdam lässt Timo. sich da noch was machen an der. Ja, Ja, bitte. eine Sache noch. Mehrere Zuschauer oder einer zumindest war es, der hatte uns frühzeitig in einem Kommentar vor etlichen Videos darauf hingewiesen, wir sollten doch in den Städten, denen wir schon sicher sein, wo welcher Bezirk hinkommt, die frühzeitig platzieren, weil es ja bei Civ 6 so ist, dass von, ich glaube, von Epoche zu Epoche die Baukosten für die Bezirke allmählich ansteigen. Es sei denn, man hat die frühzeitig platziert, berechnet wird das immer zu dem Zeitpunkt, an dem man die setzt. Nachteil immer grundsätzlich, einmal einen Bezirk platziert, ist natürlich auch, sind natürlich auch die Ressourcenerträge unter diesem Feld erstmal futsch. Das heißt, man sollte die Stadt nicht umpflastern mit Bezirken, Bezirksbaustellen, die man dann nie ausbaut, weil sonst ist die Stadt nicht produktiv. Aber Handelszentrum hatten wir uns überlegt, entweder vielleicht hier oben, Alternative wäre hier unten, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Das könnten wir also zu preiswert hier schon mal hinsetzen. Andere Möglichkeit wäre, doch mal nachdenken, wo der Regierungsbezirk hinkommt. Ich bin im Übrigen, will ich kurz sagen, kein Fan von dieser Technik, weil sie, wie du schon sagst, einem so ein bisschen die Bauplätze im wahrsten Sinne des Wortes wegklaut, wenn man dann vielleicht später mal spontan eine andere Idee hat, wenn man vielleicht mal spontan irgendwie ein Weltwunder bauen möchte und dann sind schon alle Bauplätze belegt. Außerdem finde ich es irgendwie, ich sage jetzt mal salopp, ein bisschen unsportlich, das auf diese Weise zu machen, weil ich Macht die glaube, so KI ist das es nicht auch? gedacht. Nein, und ich würde es auch als Exploit betrachten. Also als Ausnutzung von, also Ich nicht. regelwidrige Ausnutzung von Spielmechaniken. Da bin ich Aber deshalb das ist eine an. Glaubensfrage, glaube ich. Weiß nicht. Das ist vielleicht die Glaubensfrage, ob man mir glaubt oder ob man Mir einem, glaubt. ob man dir glaubt. Okay, kurz mal ab. Ich finde halt das deshalb nicht für ein Exploit. Also ein Exploit ist halt ein Ausnutzen der Spielmechaniken, wie du gesagt hast, anders formuliert. Es ist ein Cheaten, das das Spiel einem erlaubt. Technisch erlaubt, das man aber aus moralischen Gründen eigentlich nicht machen sollte, um sich nicht selber um die Spielfreude zu bringen. Ich halte es deshalb nicht für einen Exploit, weil es halt auch Nachteile hat. Nämlich der Nachteil, wie eben gesagt, dass man die Ressourcen unter diesem Feld nicht mehr nutzen kann. Gut, das ist in der Tat auch richtig, ja. Also, hier ein Regierungsbezirk, also wir gehen es einmal durch. Ob wir es dann machen, ist eine andere Frage. Du sagtest ja Handelszentrum gut, entweder an der Küste halt oder an einem Fluss, ne? Ja. Flüsse wie Sand am Meer, hier kann man es hinsetzen. Da ist ein Regenwald, der den Campus hier nicht boostet. Also hier könnten wir problemlos ein Handelszentrum hinstellen. Nur würde es dann nicht mehr die Wechselwirkung geben hier mit dem Campus. Also es wird schon Sinn machen, in die Nähe des Campus was hinzustellen. Das jetzt kaufen, da sind wir beide zu geizig für, wie ich uns kenne. Das wäre ein möglicher Platz für ein Handelszentrum, auch für ein Regierungszentrum, das ebenfalls hier. Ich würde dazu, glaube ich, tendieren, den Regierungsplatz tatsächlich dorthin zu setzen, auf das Feld, das jetzt gerade noch kulturell wie sagt man? Wie auch immer eingegliedert wird Ja. oder wie auch immer. Denn von dort aus hätten wir insgesamt 4 Positionen, 4 Felder also drumherum angrenzend, die noch mit späteren
Bezirken voll pflastern können. Das müssen auch nicht zwangsläufig Bezirke aus dieser einen Stadt sein, sondern es können zum Beispiel auch von nebenan von Willis Victory aus sein. Also das wäre demnach auch okay. Es bietet sich ja auch an, ein Handelszentrum in die Nähe eines Hafens zu bauen, weil die sich wiederum gegenseitig stärken, also dann quasi Gold total in die Höhe geht. Das heißt, sich zum Beispiel zu überlegen, dieses Handelszentrum auf das Feld direkt östlich von Amsterdam zu setzen und südwestlich davon, genau dort, einen Hafen zu platzieren. Der Hafen würde Bonus kriegen durch die Krabben und durch das Handelszentrum und dadurch, dass sie direkt angrenzen würde an der Stadt, dann eben auch noch weitere, ich glaube, Produktions- und Goldboni. Also der Hafen sollte eigentlich ganz klar sein, dass er rechts unten neben Amsterdam liegt und das können wir vielleicht auch schon mal hinnadeln, genau. Das machen wir. Ich hätte gern ein schickes Hafensymbol. Ich benutze dafür immer das der Pfeil, der weist in die Ferne. Und mit Schiffen macht man Fernreisen. Sehr schön. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Kompassnadel. Kompass braucht man häufig auf dem Schiff, glaube ich. Also von daher. Wobei, die benutzen ja Sextanten, ne? Naja, haben wir ja auch nicht zur Auswahl. Achso, das hier ist Handelszentrum. Da benutzen wir uns gerne die klingende Münze oder ein Goldsymbol. Sehr gut. Den Regierungsbezirk, den setzen wir dann nachher. Ich markiere uns das alles mal, damit wir nachher nicht nochmal endlos die ganze Diskussion nochmal machen. Hier und da wir da auch sitzen mit Krone auf dem Kopf oder Willi, kommt da das Männchen oder das Frauchen mit der Krone auf dem Kopf hin. Das ergibt Sinn. Und den Campus, den haben der wir ist schon gebaut. Platziert. Der ist schon platziert. Gebaut leider genau. Noch nicht. Ja, sollen wir jetzt ist die Frage, also zumindest den Hafen können wir ja durchaus schon mal platzieren, weil der kostet uns ja, der versaut uns keine wichtigen Ressourcen. Den haben wir noch gar nicht zur Auswahl. Das ist ein gutes Argument wiederum. Genau, also den müssen wir erst noch erforschen, aber da sind wir auf einem guten Weg. Das Feld hier ist wahnsinnig produktiv leider und das würden wir uns mit dem Handelszentrum, ach weißt du was, wir kümmern uns jetzt erstmal um weitere Kämpfe. Wir haben schon 17 Minuten gespielt, wir haben Pläne geschmiedet und noch kein einziges Tröpfchen Blut floss. Hier sind nur der ein oder andere Balken oder die ein oder andere Planke ist jetzt zersplittert. Da müssen wir jetzt auch weiter mal zuschlagen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Kavallerieeinheit, die da aufgetaucht ist und ich habe auch Angst vor diesem koreanischen Bogenschützen. Und ich frage mich gerade, ob ich weiche Knie kriege. Und wie viele Einheiten, wie viele Bewegungspunkte hat der hier, der schwere Streitwagen? 3. Wenn der auf den Hügel drauf fährt, hat er noch einen. Ja. Wir stehen hier auf dem Hügel. Ja. Das heißt, bis dahin sind es 4 Bewegungspunkte. Der kann allerdings über die Straße hier ziehen. Das wäre dann nur einer, glaube ich, ne? Und dann, ja. Also das heißt, wenn der hier stehen bleibt, dann kommt er nicht zu uns hin. Doch hier rüber vielleicht. Nee, das reicht, weiß ich nicht. Also über die Straßen könnte er es versuchen, auf dem Feld nicht. Haben wir andere Einheiten in Reichweite? Wir sollten auf jeden Fall schon mal hinziehen. Nicht auf das schwache Sumpffeld, da kriegt er einen Malus. Ja, aber dann kann der hier nicht rüber in derselben Runde. Das stimmt. Ja, und hier kommt ja kein Schwein hin. Wer soll uns hier erwischen? Weitere Kavallerie, hoffentlich nicht. Also tatsächlich muss ich dir mal sagen, ich hatte gerade die Überlegung, ob wir vielleicht klein beigeben. Nein. Ich möchte aber jetzt auch nicht diskutieren, weil die Folge wäre dann nur, dass ich dich dem Publikum als Moralzersetzer präsentieren würde und ich weiß nicht, ob ich dich in einem Volksgericht, ob ich deinen Rechtsanwalt mimen würde, deinen Verteidiger oder den Staatsanwalt und Kopf abfordern würde. Das würde unsere Freundschaft wiederum gefährden, weil Freundschaft mit Leichen, ich weiß nicht so richtig, ich bin ja nicht nekrophil. Deshalb würde ich sagen, ich schneide dir das Wort ab und wir kämpfen weiter. Okay. Attacke hier drauf. Ja, was sonst? Sonst würden wir ja... Der kann auch feuern, aber der kann nicht auf uns feuern im Augenblick. Deshalb würde ich vorschlagen, hier drauf. Kannst du nicht. Doch. Ist außer Reichweite. Aber der wird doch rot markiert. Ja, ist aber trotzdem außer Reichweite. Dann geht's nur mit dem hier. Das heißt, mit dem kann ich auch nicht hier hin. Der kann nirgendwo hin feuern. Autsch. Das stimmt. Ja, wer könnte natürlich innerhalb der Reichweite der Stadt in ihrer Stadtmauer ziehen. Und damit auch gleichzeitig in die Reichweite des Schiffes. Nein, das ist nicht gut. Nee. Weißt du was? Wir machen einen kleinen taktischen Rückzug. Wir ziehen, können wir mit dem auf den Hügel drauf? Können wir auch nicht ziehen.
er ja drei. Eins, zwei, drei. Ach doch, der erwischt uns überall. Ja, ich würde sagen, wir gehen in der Tat vielleicht ein Feld zurück mit dem Bogenschützen, der auf dem Weizenfeld steht, und benutzen die anderen beiden trotzdem zum Feuern. Und also mit dem würde ich sogar noch weiter zurückgehen, weil wir unterstellen mal, dass die beiden sich vorziehen. Warum soll der hier hin? Dann kann er nur, also ich würde mit beiden so weit wie möglich nach links ziehen, Richtung Westen, und dann können wir den ja umzingeln, von oben umzingeln und mit denen von hier unten. Also wenn wir mit dem Bogenschützen ein Feld nach links zögen, wäre er zumindest aus dem Radius von drei Feldern heraus. War das aber nicht so, dass der Streitwagen irgendwie einen Bewegungsbonus kriegt, wenn er in flachem Terrain startet? Das kann sein, so ja. Etwas war da doch gewesen. Also von daher finde ich es fast ein bisschen also schlecht vorherzusagen, wie der sich bewegen wird. Ist alles Spekulatius. Ich würde weit wegziehen und dann mal gucken. Na gut, dann ziehen wir weit weg. Den einzigen Trost, den wir haben, so oder so, egal wie das Ganze hier ausgeht, ist, wir haben in der letzten Folge der Koreanerin einen Siedler weggeschnappt. Das war cool. Und darum müssen wir uns auch gleich jetzt mal kümmern, oder? Müssen wir uns zumindest überlegen, wo er eine Stadt gründen soll, ohne dass er hier gleich diese wahnsinnigen Loyalitätsmali an den Latz kriegt. Die haben sich gewaschen. Also... Hier ist, also entweder hier, wir hatten hier mal ein Feld mit so einem Piro, also ich finde beide Plätze gut hier, tendenziell. Wenn wir den weiter hier im Osten platzieren, wir können hier durchaus zwei Städte übrigens hinstellen, hat das den Vorteil, dass wir eine vorgeschobene Position haben, ich ignoriere gerade das Loyalitätsfeature, um uns im Krieg gegen die Mongolen und die Koreaner eine gute Position zu verschaffen, aber die 22 überall. Hauen rein. Die Frage ist, von welchen Feldern, von welchen benachbarten Städten bekommen wir wiederum Loyalitätsboni hier oben verpasst? Können wir den Gouverneur, den wir im Augenblick in Rotterdam sitzen haben und der so viel zur Loyalität beiträgt, können wir den dann vielleicht hochschicken zur neuen Stadt? Wäre auch eine Möglichkeit. Dann hätte Rotterdam ein Problem mit der Loyalität, weil sie waren ja nur plus 8 irgendwie was... hatte sie ja, glaube ich, nur, und genau diese 8 trägt auch der Gouverneur dazu bei. Ja, der hätte ja immer noch plus 0,5. Und wir haben ja 109 Petto. Das ändert sich ja ründlich, sobald in Korea irgendwo ein Bevölkerungspunkt dazukommt, verliert die Stadt Rotterdam Loyalität. Aber in Rotterdam haben wir gerade mal zwei Bewohner. Sobald einer nur dazukommt, die haben ja anfangs gibt es ja... Du bist einfach unverbesserlich, mein Lieber. Dann müssen wir das machen. Also ich habe echt das Gefühl, ich bin in diesem Spiel weitaus optimistischer als du. Das glaube ich auch. Liebe die Risiken. Ja. Ich nicht. Liebe Zuschauer, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr zwei, einen Siedler links, einen Siedler rechts, jetzt eher rechts oder links? Würdet ihr sagen, Piero Parker muss mutiger werden? Müsst ihr sagen, WBE muss vorsichtiger werden? Postet mal, was ihr so denkt unter diesem Video. Und wie wir dann die Stadt dann gründen in der nächsten Folge und ob wir glorreich untergehen oder glorreich obsiegen werden, das zeigen wir euch bald.